So, willkommen heute zu meinem ersten Sony Vegas Pro 9 Tutorial bei Com Video Studio. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Sony Vegas richtig rendert, damit in YouTube alles HD und in 16 zu 9 ist. Also, als erstes importiere ich mal irgendeine Videodatei. Ich habe jetzt bewusst diese Datei ausgewählt, weil diese Seitenstreifen enthält. Damit man die wegbekommt, muss man auf Umschalter gehen und Bild-Seitenverhältnis beibehalten, das macht man mal aus. Jetzt sind sie wirklich in 16 zu 9. So, ja, jetzt können wir zum Rendern vorgehen. Zum Rendern müsst ihr Dateityp Windows Media Video V11 WMV wählen und als Vorlage ist gleich HD 720x30p Video mit 6 Mbits. Wenn er das speichert und dann auf YouTube hochlädt, ist es in 16 zu 9 HD und natürlich auch ohne Seitenstreifen, weil die haben wir ja ausgemacht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Fragen habt, PN an mich und kommentiert, bewertet und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Also, ciao, das war's.